Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video in diesen ungewöhnlichen Zeiten. Ich befinde mich gerade auf dem Weg in die Firma. Also ich fahre wieder ein bisschen durch Wien herum und der Verkehr ist ja sehr angenehm eigentlich. Also es gibt ja laut einer jüngsten Studie angeblich gerade um 56% weniger Autos auf den Straßen. Ja, vielleicht hat sich es mittlerweile wieder geändert, weil jetzt haben ja bei uns die Geschäfte bis 400 Quadratmeter wieder aufgesperrt und die darf man mit Masken betreten. Naja, also es wird wahrscheinlich demnächst wieder ein bisschen mehr los sein. Ja, kleinere Geschäfte haben wieder offen. Das heißt, man hat natürlich wieder die Möglichkeit, regional mehr einzukaufen. Und davon mache ich persönlich auch gerne Gebrauch. Und was so ein bisschen in die Negativschlagzeilen geraten ist in den letzten Wochen, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, das ist Amazon. Da haben sich also verschiedene Mitarbeiter, vor allem in Frankreich, darüber aufgeregt, dass sie unzureichend vor Covid-19 geschützt werden. Und gut, die Arbeitsbedingungen bei denen wurden ja schon immer kritisiert. Aber was halt auch schon immer kritisiert wurde, und zwar aus der Sicht der Geschäftspartner von Amazon, zwar insbesondere aus Sicht der Affiliates, waren die Provisionshöhen. Und diese Provisionen, die sind jetzt vor ein paar Tagen wieder von Amazon USA, also vom amerikanischen Amazon, nach unten gesetzt worden. Ziemlich deutlich übrigens, in manchen Bereichen gleich mal halbiert worden. Und ich werde immer wieder mit der Frage konfrontiert, Wolfgang, wenn ich jetzt mit Affiliate Marketing beginne, zahlt es sich aus, dass ich mit Amazon anfange? Und jeder, der mich kennt, weiß natürlich, welche Meinung ich dazu habe. Aber ganz so einfach ist es auch nicht. Also vorweg muss ich sagen, ich habe etliche Affiliates bei mir, die tatsächlich mit Amazon auch gutes Geld verdienen. Ich habe erst gestern mit dem Johannes geplaudert, der mir erzählt hat, dass er im Moment so eine Conversion von 16% hat mit seinem Shop. Und dann gab es einen anderen Affiliate vor einiger Zeit auch, der auch meint, der hat so zwischen 12 und 18% immer. Und was die Conversion angeht, glaube ich, da kann man sich nicht beklagen. Aber wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, wer in dieses Business einsteigt, der hat doch von Haus aus normalerweise so gut wie keinen Traffic, ne? Sofern er eher oder sie überhaupt eine Webseite hat. Ja, das ist ja meistens auch nicht der Fall. Ne? Das heißt, du fängst eigentlich bei Null an und wenn du bei Null anfängst, ist Amazon eigentlich ein denkbar schlechter Partner. Und da gibt es natürlich noch andere Gründe. Das wäre mal, wie schon erwähnt, die geringe Provisionierung, aber es wäre zum Beispiel auch die sehr kurze Cookie-Laufzeit, die nämlich nur gerade mal einen Tag beträgt bei Amazon. Ja, das heißt, wenn ein Kunde auf deinen Link klickt und nicht kauft und er kauft dann 48 Stunden später, ist er schon wieder nicht mehr dein Kunde. Das ist halt das große Problem. Dafür muss man aber auch sagen, dass bei Amazon relativ viel gekauft wird und es natürlich, und da sind wir wieder bei der Conversion, sehr wahrscheinlich ist, dass du einen Umsatz machst, wenn du einigermaßen gut mit einem eigenen Shop aufgestellt bist. Aber naja, dorthin muss man ja erstmal kommen und das ist ja eigentlich auch das, was ich immer sage, du brauchst natürlich gerade am Anfang irgendwo auch Erfolgserlebnisse. Ne? Und Erfolgserlebnisse zu haben, ganz zu Beginn, wo du dir was aufbauen musst mit Amazon und dann hast du dort Provisionierungen von vielleicht zwischen 2 und manchmal im besten Fall 6% und mehr ist es nicht, dann ist es natürlich auch ein bisschen frustrierend. Vergleichen wir das mal mit dem einen oder anderen digitalen Produkt auf Clickbank oder Digistore. Ne? Da hast du gleich mal 50% Provision. Das ist schon ein großer Unterschied. Ne? Also, man kann es nicht so pauschal sagen. Also, für mich ist Amazon im Moment eben aufgrund dieser ständigen Kürzungen von Provisionen und auch der Tatsache, dass immer wieder auch Affiliate-Partner übrigens aus dem Partnerprogramm aus seltsamsten Gründen rausgeschmissen werden, kein wirklich geeigneter Geschäftspartner, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Ja? Ich persönlich lasse nicht umsonst die Finger von denen. Wenn ihr genau wissen wollt, was ich mit denen verdiene, das sind keine 20 Euro im Monat, ja? Manchmal auch gar nichts. Also wirklich, wirklich
sehr überschaubar. Ja, ich erreiche nicht mal die Auszahlungsgrenze oft. Ja. Aber letztendlich, wie gesagt, klar, muss jeder für sich selber beantworten können. Ich empfehle es meinen Affiliates grundsätzlich mal nicht. Und aus Konsumentensicht muss ich überhaupt auch sagen, wenn wir uns anschauen, dass jetzt zu bestimmten Produkten ja auch Lieferstopps verordnet wurden. Und da gibt es ja diese Geschichte, habt ihr vielleicht gehört, wonach nur noch in bestimmten Ländern, ich glaube es war Frankreich und Italien, bestimmte Produkte ausgeliefert werden, die einen sinnvollen Zweck in Sachen Covid-19 erfüllen. Ich möchte wissen, wie die das genau beurteilen wollen. Ja, dann ja, stellen sich noch ganz andere Fragen natürlich. Und da sind wir wieder genau bei dem Thema, mit dem ich eingeleitet habe. Leute, unterstützt regionale Geschäfte. Ja? Unterstützt eure kleinen Händler, eure Offline-Läden in eurer Gegend. Das ist viel wichtiger. Und es gibt ja sowieso, wenn wir uns ehrlich sind, eigentlich so gut wie nichts, was du nicht in einem Laden bei dir, also sei es jetzt ein kleiner oder größerer Laden, genauso kaufen kannst. Ja? Also musst du das Mac-Kabel bei Amazon kaufen? Nö, überhaupt nicht. Ja? Es gibt bei uns in Wien mehrere Mac-Stores, da kann ich das genauso kaufen. Ne? Also es gibt eigentlich kaum Produkte, meiner Ansicht nach, die man wirklich bei Amazon kaufen muss. Also ich für meinen Teil, ich halte mich da jedenfalls als Konsument ziemlich zurück im Moment. Und jetzt auch aus der Sicht eines Affiliates, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich im Regelfall Amazon nicht als Einstiegspartner empfehlen. Das heißt nicht, dass es nicht auch Leute gibt, die damit erfolgreich sein können. Wenn du 50.000 Klicks produzierst im Monat und sowieso hast und einen kleinen Shop hast oder aufmachen willst, jo, dann kannst du es ja probieren, aber im Regelfall hat das niemand. Ne? Da muss man echt mal so ehrlich sein. Ja, jo, das ist meine Ansicht und meine Sichtweise zu Amazon. Wie gesagt, da gibt es viel bessere Partnerprogramme und sinnvollere Partnerprogramme, auf die du dich am Anfang konzentrieren könntest. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.